Lamella. Lovely cushion header. But Gerrard! Oh, you're muted! What a headshot! What a head! Und damit servus, Leute, ich bin Zatabak und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich wie immer, dass ihr am Start seid. Und heute gibt's eine Aubameyang Player Review. Ihr könnt schon sehen an den Stats, Freunde. 4 Spiele gespielt, 12 Tore gemacht. Und das spricht für den Typen. Er ist wirklich eine Rakete. Wenn ihr Lust habt auf weitere Player Reviews, lasst es mich wissen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was ich als nächstes reviewen soll. Und Freunde, bald kommt Keita, seine SBC, die wir bald freispielen können. Da freue ich mich mega drauf. Da wird auf jeden Fall auch ein Video dazu kommen. Er ist 1,87 groß, hat mittelgeringe Arbeitsraten, ist Rechtsfuß, 4 Sterne schwacher Fuß und 3 Sterne Skills. Das ist so ein kleiner Minuspunkt schon mal. Und ansonsten ist der Rest wirklich brillant. Und jetzt gehen wir rüber zu den eigentlichen Ingame-Stats und dann sehen wir Antritt 96, 98, Sprintgeschwindigkeit, Stellungsspiel ist Wahnsinn, Abschluss ist viel besser als auf der Karte steht. Dazu werden wir später noch kommen, Jungs. Und außerdem die Schusskraft ist stabil, Fernschuss, also zum Schuss muss man nicht viel sagen, der ist perfekt nahezu. Und beim Passspiel ist mir wirklich nichts Negatives aufgefallen, da kann ich mich nicht beklagen. Ihr seht, langer Pass ist nur bei, ich glaube, irgendwie 60. Aber Jungs, das fällt nicht auf, ihr könnt auf jeden Fall gut mit dem passen, der kann vorne kombinieren, das ist gar kein Problem. Und dann haben wir als nächstes den Dribbling-Wert, das ist wirklich sehr stark mit 85. Ihr seht, seine negativen Stats sind Beweglichkeit, wobei 80 wirklich vollkommen in Ordnung ist. Er ist ein großer Spieler, der auch noch beweglich ist, das spricht für ihn. Und dann haben wir noch Balance, das ist wirklich der einzige wirklich große Minuspunkt neben seinen 3 Sternen Skill-Moves, die er hat. Ist natürlich kein Messi am Ball oder ist keine, was weiß ich, wer irgendwie Maradona oder wer auch immer, sondern ist eben ein richtig großer, stabiler, kräftiger, langer Kerl, der seine Tore vorne macht, der auch Kopfball spielen kann, der wirklich sehr, sehr verdammt schnell ist und deswegen steht auch im Titel Aubameyang aka Lamborghini, Jungs, Mann. Komm runter! Und ansonsten seht selber, Reaktion, Ballkontrolle, Dribbling und Ruhe ist gut, super. Okay. Dann haben wir die Defensivwerte, die müssen wir nicht großartig ansprechen. Er ist ein Stürmer, er muss nicht hinten mitarbeiten. Und Kopfballspiel hat er drauf. Und die Physis, er hat 79 Stärke, das ist stark. Vor allem mit seiner Größe in der Kombination, da kriegst du nicht so einfach den Ball. Und dann haben wir noch 81 Ausdauer, wo ich jetzt auch finde, in den 4 Spielen, die ich gespielt habe, war das überhaupt kein Problem. Er kann auf jeden Fall ein ganzes Spiel spielen, er kann auch die Verlängerungen durchspielen und kann auch immer rennen wie ein Pferd. Ja, und im Großen und Ganzen war es das zu den Stats. Jetzt kommen wir zum Gameplay. Ihr seht, die Formation und das Team, mit dem ich gespielt habe, ich spiele in letzter Zeit gerne mit der 4-2-2-2-Formation. Und ihr seht, da habe ich wieder so die üblichen Spieler reingehauen. Aubameyang ist auf jeden Fall im Sturm mit Firmino. Und ansonsten haben wir noch Kolarov links und so ein paar Kandidaten, die ich dann noch ein bisschen eingebaut habe. Und Jungs, das erste Tor gleich mal mit dem linken Fuß, das haben wir schon abgehakt. Er kann mit links schießen. Und jetzt an dieser Stelle, Freunde, ich wollte mich nochmal bedanken fürs letzte Video von gestern. Hat 1300 Daumen nach oben. Vielen Dank, Jungs. Macht einfach weiter so. Ihr seid so fleißig an den Kommentaren. Das freut mich riesig. Da klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ihr zaubert mir wirklich jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht. Dieses Hobby macht unglaublich viel Spaß, diese Videos für euch aufzunehmen. Und das zweite Tor, Freunde, war ein Low-Driven-Schuss. Damit haben wir das auch abgehakt. Jetzt fehlt vielleicht noch ein Finesse-Schuss, vielleicht noch ein Longshot, aber Jungs, wartet ab, da wird noch einiges auf uns zukommen. Und seid ja auch gespannt, was als nächstes kommen wird. Ich meine, heute Abend könnten vielleicht Prime Icons kommen. Es könnte aber auch sein, dass sie vielleicht irgendwie eine geile SBC machen, wo wir so eine Karte wie Negredo spielen können, und zwar eine Tauschspieler. Und somit könnten wir immer näher zu Keita kommen oder zu Ibrahimovic oder irgendwie solchen Special-Karten. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und Leute, das dritte Tor war einfach ein fresher Lupfer, wie er den reingemacht hat. Ich sag euch eins, sein Abschluss in diesem Spiel, oder in den 4 Spielen besser gesagt, war einfach sensationell. Ich habe selten so einen Abschluss gesehen wie von dem. Und ich sag euch da wirklich meine ehrliche Meinung. Wenn ich jetzt sagen würde, der ist nicht gut, dann würde ich auch ehrlich sagen, der ist nicht gut. Oder ich würde es vielleicht gar nicht erst hochladen. Wisst ihr, was ich meine? Und dieser Spieler hat aber wirklich bewiesen, dass er stark ist. Ich wusste von Anfang an, dass er zum Beispiel aufgrund seiner Körpergröße, aufgrund des Dribblings, ist er nicht der agilste Spieler. Das sieht man an der Balance. Das kann man aber kompensieren mit seinem Tempo, mit seinem Abschluss, mit seinem Passspiel. Sonst kann er eben alles in der Physis, hat er alles drauf, Freunde. Er ist einfach ein kompletter Stürmer, den man zum Beispiel als Doppelsturm spielen kann. Und daneben würde ich zum Beispiel einen kleinen agilen Stürmer reintun, wie zum Beispiel Mertens oder sowas. Das ist eine gute Kombination. Firmino hat sich da auf jeden Fall auch gut geschlagen. Und ansonsten kann ich nur sagen, er hat fast jede Kiste reingemacht. Das war wirklich so eine Chance von 90%, wenn er vorm Tor steht, ist einfach drin. Ganz selten hat mal ein Gegner, ein Torwart, den Ball pariert oder so. Weil wenn er mal zum Zug kam, dann hat er die Bälle reingehämmert wie kein anderer. Und später werdet ihr noch sehen, was für ein Traumtor er gemacht hat. Ich meine, ihr habt es wahrscheinlich am Anfang schon gesehen, was das für ein Ding war. Das habe ich dann ein bisschen bearbeitet noch. Und Jungs, tut mir einen Gefallen, bitte, bitte. Wenn ihr euch den Aubameyang holen wollt, ich habe ihn jetzt auch als Once-to-Watch-Karte geholt, nicht als Inform. Die sind einfach gleich teuer. Und die Once-to-Watch-Karte ist sogar fast etwas billiger. Das war wirklich der Wahnsinn. Also unbedingt nicht den Inform holen, sondern die Once-to-Watch-Karte, die wird wieder ein bisschen nach oben gehen wahrscheinlich. Also damit macht ihr auf jeden Fall keinen Verlust. Und mit dem Inform würdet ihr wahrscheinlich ein bisschen Verlust machen. Und dann als nächstes der Gegner.
im zweiten Spiel, der war wirklich ein starker Gegner. Ich habe jetzt nicht gegen irgendwelche Pfeifen gespielt, sondern es waren wirklich gute Teams. Gegen den Frankfurter habe ich echt gedacht, das wird nichts. Mit dem schieße ich kein Tor mit Aubameyang. Das merkt man immer von der ersten Sekunde an, wenn ein Gegner gut ist. Da hat man sehr wenig Chance. Zumindest denkt man das immer. Und dann hat aber Aubameyang wirklich das Game wirklich gedreht. Und in diesem Spiel, seit der 5. Minute, hatte ich die Einstellung, ich spiele jetzt nicht die ganze nur auf Aubameyang, sondern ich schieße einfach mit allen Spielern, weil ich das Spiel natürlich auch gewinnen will. Aber Leute, er hat reingezaubert, er hat die Bälle reingehämmert und er ist verdammt schnell, das kann ich euch sagen. An den ersten 3 Metern merkst du noch nicht sein 98 Tempo, aber wenn er dann mal zum Sprint kommt, dann ist es einfach ein Flitzer, der rennt da über die Strecke. Da kommt ja einfach kein Bailey oder Boateng oder schieß mich tot, irgendwer hinterher. Da ist aber keine Chance, wenn der mal seinen Motor angemacht, dann ist der einfach weg. Und dann zum Chemistry Style, ich habe ihm jetzt mal Sniper gegeben, das macht auf jeden Fall den Schuss besser und das Dribbling, das finde ich eigentlich relativ gut. Ich weiß nicht, der ein oder andere würde vielleicht Hawk nehmen, das bringt aber nicht so viel, weil er eben schon viel Tempo hat, da kann man nicht noch mehr draufpacken, theoretisch. Deswegen finde ich eigentlich Sniper eigentlich der ideale Chemistry Style. Stellen wir uns mal Aubameyang mit 4 Sternen Skills vor, dann wäre er wirklich der absolute Wahnsinn, der komplette Spieler. Ich bin gespannt übrigens, ob er auch noch den ein oder anderen Inform bekommen wird. Jetzt bei Arsenal war er echt stark gegen Stoke City, hat er sich auch sein Inform verdient gehabt. Er hat nämlich ein Tor gemacht, dann hat er noch ein Elfmeter-Tor geschossen. Somit hat er 2 Tore gemacht und dann hätte er noch seinen Hattrick machen können und dann hat er Lacazette den Elfmeter übergeben. Das war wirklich eine Ehrenmann-Aktion. Manche dachten, er kommt nicht, weil er nur ein Tor gemacht hat, 11 Meter. Aber Jungs, alleine wegen dieser Aktion, was er gemacht hat, hat er es mehr als verdient. Und dann haben wir noch den letzten Gegner, der hat den Messi Maradona. Gegen den hatte ich echt zu kämpfen. Der war echt ein guter Spieler. Hat auch das 1-0 gemacht. Aber danach bin ich zurückgekommen. Und wer hat das Tor gemacht? Natürlich Aubameyang. Und jetzt haben wir noch den Finesse-Schuss auch noch am Start. Der hat einfach alles abgedeckt, was es gibt, bis auf den Kopfball. Weil vorne hat er die Chance, Kopfball zu spielen. Da hat ihn aber Volley genommen. Sonst hätte man das auch noch. Am Ende geht das Spiel 2-1 aus. Und mein allerletzter Gegner hatte dann auch ein starkes Team mit Alessandrini und so weiter und so fort. Aber der ist schnell gequittet, weil ich habe einfach 2 fast identische Tore gemacht. Wieder aus 20, 22 Metern. Hat er mal einfach mal draufgezogen. Und wo geht der Ball hin? Ins linke obere Eck. Da hat der Torwart keine Chance. Und zweimal Stück das fast identische Tor. Da hat der Gegner natürlich keinen Bock und quittet auch. Somit haben wir die 12 Tore voll gemacht in nur 4 Spielen. Ich kann ihn euch auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe ihn für 650.000 Münzen gekauft. Ich finde das auf jeden Fall ein fairer Preis für seine Once-to-Watch-Karte. Zumal er noch vielleicht eine Info bekommen kann. Testet ihn auf jeden Fall mal. Holt euch eure eigene Meinung. Er ist wirklich fantastisch. Ich bin sehr überzeugt von denen. Und falls euch die Review gefallen hat, falls ihr wirklich mehr davon sehen wollt, Jungs, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaffen wir wieder die 1000 Likes. Wäre mega krank. Wie gesagt, Freunde, danke für euer Support. Wirklich Wahnsinn, was zurzeit abgeht. Wir sind jetzt fast 41.000 Abos. Und heute Abend wird ein neues Event dann stattfinden. Wer weiß, ob es Icons werden oder was weiß ich. Auf jeden Fall wird morgen dann ein Video kommen. Oder vielleicht heute Abend nochmal. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns demnächst. Haut's rein, euer Tabak. Ciao.